Und vor allem ganz ruhig bleiben, ruhig. Achtung, letzte Aufforderung. Was macht man mit dieser Weste im modischen Orange? Umschnallen, du Idiot! Lass mich durch oder bleib hier! Schalt er jetzt auf! Au, au, dieser Stuhl! Also, mach da, warte doch auf mich! All passengers are arrested. Nun drehle doch nicht so, ich habe denn diesen verdammten Stuhl mit. Was soll das? Warte doch mal! Also übereil dich doch! Wie wird mir? Ich bin doch nicht im 9. Also was machst du jetzt schon wieder? Kommst du nun oder nicht? Robby! Robby! Ah! Vielleicht ein Rettungsballon. Frag, wie er funktioniert. Ah, nicht doch! Hören Sie, die alte Schaluppe, sie ist in Ohnmacht gefallen. Meine Mama, meine Frau. Jemand da? Abschneiden, all dieses verfluchte Gestrüpp. Was soll diese Mode von der unberührten Natur? Mach daraus einen schönen glatten Parkplatz aus Beton, ja? Ein Motel? Ich hasse Naturschutzgebiete. Und vor allem... Entschuldigung, welche Richtung muss man einschlagen? Ja. Unzivilisiertes Land. Schauen Sie, wenn man Wegweiser aufstellen würde, ein einziges Hinweisschild mit der Aufschrift hier lang, nichts. In der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit an. Erstens die Ernährung. Kokosnuss. Tropenfrucht mit erfrischender Milch, die meinen Durst und Hunger stillen wird. Nach dem Leitfaden für den kleinen katholischen Forscher müsste er genau an den Punkt zurückkehren, von dem er aus geworfen worden ist. Ich hatte eine tödliche Waffe konstruiert, mit deren Hilfe es mir gelingen würde, über das reichlich vorhandene Wild der Insel zu verfügen.
Mama! Wer sind Sie? Die Mama. Moment. Oh, verzeihen Sie. Warten Sie. Hier bitte, ich bringe alles wieder in Ordnung. Damit Sie wieder fein brüten können und Sie nicht stören lassen. Arrivederci, Signorina. Oh, der kleine Bambino. Es war ein Missverständnis. Ist mir sehr peinlich. Als mein Hunger halluzinatorische Ausmaße angenommen hatte, kam mir die Natur zu Hilfe, wie immer verschwenderisch mit opulenten Geschenken für den Menschen. Eine Mango. Weit verbreitete bekannte Tropenfrucht mit süßem Fruchtfleisch, na, voller Saft. Jetzt esse ich dich. Am Ende dieser demütigenden Versuche gelang es mir, das Problem insofern zu lösen. Hat die Widrigkeit des Schicksals überwunden? Ist das klar? Was glotzt du so? Italienische Flagge? No. Panamesische? Das spart Steuern, verstanden? Also, ich taufe dich Robinson der Zweite. Ra, 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 ra. In Seewetterbericht. Mittleres Mittelmeer, ruhige See. Windstille. Diesmal stechen wir wirklich in See, Verehrtester. Und Sie werden Teil der Mannschaft sein, ist das klar? Und die Signorina wird uns noch einmal, wie gewohnt, die gute, durststillende Milch liefern. Elfmeter für Lazio gegeben.
Verfluchter Idiot! Entschuldige, dass ich dich habe wachen lassen. Wie schön wir heute wieder sind. Warst wohl beim Friseur, hm? Pina, sag die Wahrheit, tust du das nur, um mich eifersüchtig zu machen? Oder weil du weißt, dass ich verrückt bin nach Margoni? Pina, ich bin ja so allein. Pina, ich bin so allein. Ich bin allein. Ich bin allein, allein. Sind wir wieder in Monte Carlo zum großen Preis von Monte Carlo. Da ist Cleary Gazzoni, Fittipaldi und Niki Lauda, der uns urplötzlich von links überholt. Wir fahren zum ersten Mal an den Tribünen vorbei und grüßen Fürst Rainier. Starke Alter, ein wahrer Zusammenbruch. Da ist auch Elsa Martinelli und natürlich Ira. Alles sehr alt geworden. Niki Lauda wieder von der Linken. Alain Delon, auch alt geworden. Diesmal verschwinde ich auf nimmer Wiedersehen. Hey, was machst du? Der Strom ist jetzt verrückt geworden. Du zerschlägst mir das Kanu. Hör auf, sonst zerschlage ich dir die Fresse. Hey, du sollst Schluss machen. Willst du mich auf diese verfluchten Insel blockieren? Aber vorher gehst du Wasser saugen, ich ertränke dich. Nicht so attraktiv. Sie kommen zu uns als Halbtagskraft und manche von Ihnen auch als Kraft mit allem Drum und Dran. Verstehst du, was das bedeutet, Drum und Dran? Da, wo die zu Ende sind, da möchte ich Beißerchen machen. Was willst du denn damit?
Immer gucken in die Bohr. Ein Spielerchen machen. Immer gucken in die Bohr. Ihr überraschendes Verhalten machte mich praktisch sprachlos. Denn... Und... Hilfe! Hilfe! Verzeihen Sie, verehrter Senior King Kong! Verzeihen Sie, ich habe Sie aus Versehen betatscht! Ich hatte noch nie Beziehung zu eurer Mutter und ihrer Größe! Hilfe! Macumbier, Macumbier! Mahu? Mahu? Ich? Gut, ich komme raus, aber sind Sie sicher, dass Sie mit dem Herrn Doktor alle Missverständnisse geklärt haben? Makuya, Makuya. Shamia, Shamia. Paki. Mahu? Blume. Ich das ein Gott und sei es Magdu. Nach der Kulturrevolution, dem Mai in Frankreich, dem Eurokommunismus, dem historischen Kompromiss und vor allem den Frauenzeitschriften und dem Feminismus dasteht und sagt, du darfst nicht Zinsinn machen. Aber das ist doch Wahnsinn, entschuldige, das ist doch Wahnsinn. Aber Gott Magdu werden zornig. Wir nichts können tun gegen seinen Befehl. Wie heißt denn noch dein komischer Dings da? Magdu. Aus Sardinien, was? Magdu! Du bist ein Arschloch! Ihn nicht kümmern, dein Gesicht, Robby. Dantes göttlicher Komödie. Also, auf halbem Weg des Menschenlebens fand ich mich in finsterem Wald verschlagen. Wieso? Ja. Wenn Sie vielleicht so freundlich wären. Nein! Oh. Was ist das? Die Sendung noch mit Black Pitt? Punkte habe ich gemacht. Jetzt kommt ja, Schammer, ja.
Amanda, chamala! Angkat apa? Angkat apa?